Nächste Rednerin ist Martina Schenk vom Team Stronach. Danke, Herr Präsident, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Wie viele Schwangerschaftsabbrüche gibt es in Österreich jährlich? Was sind die Ursachen dafür? Und warum gibt es in Österreich keine anonyme statistische Erfassung von Schwangerschaftsabbrüchen? Diese Fragen haben wir hier in diesem Hohen Haus schon sehr oft diskutiert. Heute sind sie nach wie vor aufrecht, sind sie wieder zu stellen, weil sie sind nicht beantwortet. Und wir haben hier also eine Bürgerinitiative und eine Petition im letzten Ausschuss auch behandelt, die sich mit diesem Thema eingehend befassen. Die Bürgerinitiative 69, sie wurde schon angesprochen, Fakten helfen, war eine sehr, sehr erfolgreiche Bürgerinitiative, nämlich mit 53.729 Unterstützerinnen und Unterstützern. Ja, also 48.590 haben auf Papier unterstützt und 5.139 online. Also das ist schon eine hohe Zahl an Unterstützern, die man hier in der Debatte auch nicht außen vor lassen sollte und die man sich hier auch vor Augen führen sollte. Die Petition vom Kollegen Markus Franz, die Petition 102, befasst sich auch mit diesem Thema. Er wird dann auch noch dazu sprechen. Und diese beiden, also Petition und Bürgerinitiativen, die Bürgerinitiative haben wir im letzten Ausschuss auch dem Gesundheitsausschuss zugewiesen, wo das schlussendlich dann auch behandelt werden soll. Interessant ist auch, wenn man sich die Stellungnahmen ansieht, es hat ja hier sehr viele Stellungnahmen gegeben, nämlich 20, aber der Großteil dieser Stellungnahmen war positiv für eine anonymisierte statistische Erfassung. Interessanterweise kamen von der roten Seite, und hier kann man durchaus auch die Ideologie ins Spiel bringen, ablehnende Stellungnahmen. Es kam vom Gesundheitsministerium eine ablehnende Stellungnahme, vom Bildungsministerium, von der Stadt Wien. Das könnte man hier noch so fortsetzen. Also insgesamt waren es 5 negative von 20 Stellungnahmen. Hier, glaube ich, muss es auch eine ausreichende, gute und inhaltliche Diskussion im Gesundheitsausschuss geben. Und wenn man auch hier dann die Gegenargumente hört, dass es eben nicht die Voraussetzungen gibt, na, dann müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Wer, wenn nicht wir hier im Hohen Haus, müssen hier alle Anstrengungen machen, dass wir diese Voraussetzungen schaffen können, um eben diese Daten dann auch statistisch anonym zu erfassen. Und es ist auch nicht zu verstehen und auch nicht zu argumentieren, meines Erachtens, wenn nahezu jedes europäische Land über solche statistische Erhebungen verfügt und Österreich nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da passt irgendetwas nicht zusammen. Ja. Abschließend hoffe ich, dass wir hier wirklich zu einer Lösung kommen, zu einer guten Lösung kommen, denn wir brauchen diese Daten, wir brauchen diese Zahlen, wir brauchen diese Erhebungen. Und ich bitte hier auch vor allem die Damen und Herren von der SPÖ, sich dafür einzusetzen. Hier ist ja leider keine Übereinstimmung, wie in vielen anderen Bereichen auch mit dem Koalitionspartner. Hier gibt es ja durchaus Zustimmung für diese Erhebungen. Und ich hoffe, dass wir wirklich zu einem Ergebnis bekommen, das hier auch beschließen können und dann hier auch über diese Zahlen verfügen und mit diesen Zahlen auch arbeiten können, weil sich das die Unterstützerinnen und Unterstützer verdient haben und vor allem auch die Frauen, die davon leider oft betroffen sind. Danke. Eine anonyme statistische Erfassung von Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich sei sinnvoll, so Martina Schenk, Frauensprecherin des Team Stronach.